Wo ist denn das Skelett? Hä? Oh, jetzt ist niemand drinnen. Jetzt muss ich schnell sein. Ich nehme jetzt eine Fackel. Kann man einen Dungeon mit der Hand abbauen? Das ist echt übertrieben. Explodier doch! Explodier! Und du auch! Explodier endlich! Ich glaube nicht, dass ich den Dungeon abbauen kann, weil ich ja im G-Mode 0 bin. Sterbt alle, geht alle. Ich setze eine Fackel drauf, ganz ehrlich. Ich werde sterben. Wahrscheinlich. Aber das kannst du mir nicht erzählen, dass das dafür gedacht ist, dass man da dann durchrusht. Mit welcher Energie auch immer. Das ist mir scheißegal. Oh, ich. So. Ich will jetzt nicht sterben, ihr Wichser! Alleine das Holzschwert. Als ob ich jetzt immer mit dem Fleisch geschlagen habe. Geh zur Hölle, geh zur Hölle, geh zur Hölle. Jeder, der da durchkommt. So. So. It was at this moment that Jacob knew. He fucked up. Nein! Willst du verdammte Scheiße! Ich hab keinen Bock mehr. Es sind zwei fucking Folgen. Ich weiß ja nicht, wie lang die Map geht. Aber wenn es wirklich so gedacht ist, dass man dann nie cheatet, dann kann ich, glaube ich, 1000 Folgen machen. So viele Minecraft-Folgen hat Gronkh. 1000 Folgen. Und schafft das nicht. Weil das einfach overpowered ist. Das ist too much. Zu viel des Guten oder Schlechten. Je nachdem, wie man das sieht. Nee, ich habe echt keinen Bock mehr drauf. Sorry, aber... Und auf einen Streich... Boom! Kommt der Nebel. Es sind 10.000 Monster hier. Und ich habe einfach keine Chance mehr, dass ich hier irgendetwas mache. Ich komme ja nicht mal mehr durch. Alleine das Jump'n'Run. Was hast du dir dabei gedacht? Ich meine, es ist ja echt nett gemein und so. Und ich, ich bin ja natürlich auch zutiefst dankverpflichtet, dass du mir überhaupt eine Map gebaut hast. Aber Rage Map hin und her, das ist doch einfach übertrieben. Hier ein Jump'n'Run dann. Willst du mich verarschen? So. Das war's für mich. Moment. Nee. Alleine wenn ich jetzt sagen würde, ich würde mir jetzt eine Fackel schnappen, dann brauche ich auch wieder 10.000 Versuche und ich weiß ja nicht mal, ob ich dann die Fackel überhaupt setzen kann. So. Ich nehme jetzt die Fackel. Ich schwebe jetzt nur durch. Ich zeige euch, was wir hier... Oh.
Ich könnte ja den Dungeon nicht mal ausstellen. Ich kann mich ja nur durchboxen, dann werde ich runtergeschossen. Es kommen einfach immer weiter. Es tut mir echt leid, lieber Jack Suno, lieber Samuel. Aber das ist halt einfach richtig übertrieben. Das ist halt echt übertrieben. Weißt du, was ich machen werde? Ich werde jetzt warten, bis diese ganzen Zombies hier, bis hier nichts mehr spawnt. Gar nichts mehr. Ich setze jetzt überall Fackeln. Aus gutem Grund mache ich das, damit hier nichts mehr spawnt. Und dann werde ich mir hier ein Holzschwert schnappen. Beziehungsweise das nötige Fleisch. Und dann werde ich hier da reingehen. So. Will mir irgendjemand den Marschfass holen? Ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben. Ich habe sowas von keine Lust mehr. Ja, kommt, jedes verfickte Zombie, das hier reinkommt und das in die Lava fällt und verbrennt, schmerzhaftest. Ist mir ein Dorn im Auge weniger. Komm rauf, du blödes Arschvieh. Schieß doch mal von hinten, hä? Wie wär's? Schubst mal an hier hinten. Ja, sehr schön. Komm her, du blöder Zombie. Ja, komm. Was fällt dir ein, blöd in der Luft herumzugucken? Ich weiß ja nicht mal, wie man das auf richtige Art und Weise schaffen soll. Alter, was ist falsch mit der Map? Ich sag's euch, wenn Monster nachspawnen, ich krieg sowas von die Krise. Ich krieg sowas von die Krise. Escape. Nee, ich weiß halt nicht, echt nicht, wann ich die Leertaste zu drücken habe, weil... Ja, woher schießt du denn bitte? Hm, wer schießt hier? Und von wo? Ich fick euch alle. Oh! Ein Wunder, dass ich noch so sauber unter Anführungszeichen aussehe. Oh! Wow! I believe I can fly. Ich finde das echt fies, dass hier irgendwo ein unsichtbares Skelett ist. Wo? 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 Was? Alter, das kann auch nicht dein Ernst sein, oder? Diese Abfucksprünge. Alter, ist das dein Ernst? Jetzt gerade das Schwert fallen, es ist scheißegal. Ich werde sowieso noch 10.000 Mal hier runterfallen.
Ich war sogar kurz mal eben in Euphorie. Aber das Gefühl hält leider nicht lange an. Ich habe ernsthaft 40 Minuten gebraucht, um hierher zu kommen und das nicht mal auf legaler Weise. Aber legale Weise ist in dem Fall sowieso unmöglich. Wo bin ich denn jetzt hängen geblieben? Da ist ein Creeper oben. Willst du mich verarschen? Komm runter, du Sack. Muss ich hier noch weiter? Oh, was? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Alter, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Ich bin so ein besonders kluger Mensch. Alleine die Fledermäuse könnte ich alle umbringen, weil die so nervig sind. Nicht nur könnten, die werde ich alle umbringen. Irgendwann mal. Wenn ich genug Energie dazu habe. Spätestens nach 3 Stunden hier drin. Selbst in Minecraft It's Over wäre ich hier schon zur Hälfte durch. Ich komme hier. Ach so, ich muss ja nicht mal rauf. Abkürzen. Boah, ich wollte schon wieder zurück. Ich bin sogar kurz davor, das hier auf legale Weise zu schaffen. Ist das die Möglichkeit? Muss ich denn da hin? Nein. Oh doch, okay, das geht sogar. Alter, was? Was ist passiert? Was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Okay, ich habe sogar Motivation. Wenn du einmal oben bist und kurz davor bist, es zu schaffen, es ist gar nicht so schlimm. Man sollte es probieren und ich merke auch schon, dass dieses Caps Lock Sprinten auf jeden Fall mir das Spielen um einiges erleichtert. Der Sprung da hinten ist halt ein Mördersprung, den haben wir beim ersten Mal durch Glück geschafft. Ja, okay. Ich weiß manchmal echt nicht, was ich sagen soll dazu. Da bin ich einfach konzentriert. Ich weiß halt auch nicht, ob es hier noch irgendwo Checkpoints geben wird. Ob du so freundlich warst, die einzubauen, oder ob du dir gedacht hast, ah, das wird er schon in einem Zug schaffen. Nein! Alter, das macht mich sowas von fertig. Es ist so schlimm. Es ist echt schlimm. Wenn du halt dann nach einer Zeit immer am gleichen Sprung hängen bleibst, weil du nicht springst, dann löst das gewisse Demotivation aus, die dann auch letztendlich dazu führen kann, dass man eine Map nicht mehr weiterspielt. Aber ich denke mir ganz ehrlich, ich habe jetzt schon eine Dreiviertelstunde damit verschwendet. Oder nee, damit verbracht. Es ist ja ein wahrer Genuss, diese Map zu bestreiten. Also ich habe eine Dreiviertelstunde die Map genossen. Also werde ich jetzt sicher nicht aufhören.